Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal und willkommen zu Total War Warhammer 2. Ich habe vor einer Weile meinen Livestream gemacht, der ging sogar relativ lang, in dem ich euch den neuen DLC für Total War Warhammer vorgestellt habe. Unter anderem mit der Erweiterung der Echsenmenschen, also die gab es schon vorher, nur eben mit einem neuen Kommandanten. Und ja, der Livestream ging wie erwähnt eine Weile, es gab noch nicht sonderlich viele Zuschauer, weil er mittwochmittags um 1 war. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt bin ich nämlich in Stuttgart an meinem Hauptrechner, kann also in vernünftiger Qualität wieder aufnehmen. Sage ich, was ich davon halte, spiele nebenher noch ein bisschen weiter und kündige gleich eine Sache an. Das mache ich am besten jetzt sofort. Yannick und ich haben geplant, ein Multiplayer-Projekt zu machen in Total War. Das bedeutet, wir wissen noch nicht welches. Momentan tendieren wir zu Rome Total War. Allerdings habe ich gesehen, so mal Steam durchgeschaut, was wie beliebt ist. Habe gesehen, dass Total War Warhammer durchaus beliebter ist als Rome. Also zumindest von der Anzahl der gespielten Stunden und so weiter und so fort. Da ich Total War Warhammer 2 am Anfang ein bisschen skeptisch gesehen habe, weil ich den ersten Teil nicht ganz so gut fand, inzwischen aber dann doch finde, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel ist, bin ich da ein bisschen unschlüssig. Zum einen passt Rome vielleicht besser zum Kanal, kann man historisch mehr erzählen, weil von Warhammer habe ich nicht so viel Ahnung. Andererseits ist Warhammer kein schlechtes Spiel und ich habe es viel zu wenig gespielt, dafür dass es so gut ist. Ein Problem, das ich bei Warhammer noch habe, es läuft unfassbar scheiße auf meinem Rechner. Also ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt. Aber mein Rechner hier in Stuttgart ist echt unglaublich gut, aber dieses Spiel, ich kann es nicht mal auf hoch spielen. Also das ist echt merkwürdig. Naja. Auf jeden Fall könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, also ich mache da jetzt keine Abstimmung drüber oder so, ich will einfach mal so sehen, wie die allgemeine Stimmung ist. Wollt ihr eher Rome sehen oder Warhammer? Wenn ja, was wollt ihr sehen, was für Nationen? Habt ihr vielleicht coole Ideen, wie man es genau umsetzen könnte? Also Umsetzung wäre ungefähr die, wie wir streamen das. Ich habe mir jetzt auch überlegt, der eine streamt, der andere lädt Videos hoch, so dass man beides hat, aber jeweils anders. Und ja, wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt schauen wir mal, was wir denn hier als letztes gemacht haben. Also, für alle, die den Livestream nicht gesehen haben, uns werden wohl die meisten gewesen sein, weil, naja, war ein bisschen chaotisch, ein bisschen nachmittags und ja, da war halt kein Mensch da. Wir kämpfen gegen Ratten. Und die sind extrem nervig. Also, sie sind wirklich nervig. Wir spielen den Charakter, der Charakter hat quasi die Schwierigkeit sehr schwer. Dementsprechend spiele ich auf Mittel und ich bin eigentlich gar kein so schlechter Total War Spieler. Es gibt Leute, die würden anderes behaupten, aber ganz so scheiße bin ich nicht. Und ich habe das auch schwer versucht, aber das war echt übel. Also es hat lange, lange gedauert. Habe es dann auf Mittel runtergestellt, da hat es dann auch erstmal nicht funktioniert. Mit einer anderen Taktik hat es dann halbwegs geklappt. Ja, dementsprechend spiele ich jetzt immer noch auf Mittel, weil ihr seht, also ich kann euch wirklich empfehlen, den Livestream anzugucken. Es gab Gefechte, die waren unglaublich. Ich habe zum Beispiel mit einer einzigen Einheit eine Festung quasi im Alleingang zerlegt. Das muss man erstmal hinkriegen. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen was gespoilert, aber ich meine, ihr seht's ja. Aber gut. Was mir auf jeden Fall gefällt an Total War Warhammer 2 sind die Spezialeinheiten. Weil die eine ganz neue Dimension der Tiefe quasi hervorbringen. Auch diese ganze Magie und so weiter bringt natürlich sehr viele Möglichkeiten rein. Im Multiplayer kann ich mir vorstellen, dass das echt nervig ist und da fände ich, nach wie vor liebe ich Shogun Total War am allermeisten im Multiplayer, weil es einfach schlicht ist, hat so sein ganz klares Schere-Stein-Papier-Prinzip. Und deswegen würde ich wahrscheinlich Total War Warhammer 2 im Multiplayer gar nicht so gut finden, weil mir das da vielleicht sogar zu viel wäre. Wenn ich es richtig hart suchten würde, dann wäre das vielleicht gut, aber ich weiß nicht, jemand, Leute, die vielleicht ziemlich viel gespielt haben, vor allem auch im Multiplayer, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, aber für den Singleplayer finde ich es besser. Also viel besser. Da habe ich lieber sehr viele Einheiten und immer wieder so Game Changer, die einfach die gesamte Strategie ändern, wie dass ich immer die perfekte Armee habe und die quasi dauerhaft gleich spiele, weil die KI nicht darauf klarkommt, dass mir Kavallerie in den Rücken schickt. Deswegen fand ich Total War Warhammer wirklich gar nicht so schlecht. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein Singleplayer-Spiel alleine spielen müsste, würde ich wahrscheinlich sogar tendenziell das spielen. Das oder Attila. Aber Attila würde ich auch nicht aufnehmen. Ich finde es so witzig, weil ich da halt immer... Ja, bei Attila fand ich schön, dass man noch nicht verloren hatte, wenn man verloren hatte. Wisst ihr, wie ich meine? Man kann immer noch migrieren und abhauen. Und das habe ich irgendwie die ganze Zeit gemacht. Ich habe ja auch mal ein Projekt gehabt.
Ahnung, einmal in quasi im heutigen Polen oder so gekämpft oder eher Kroatien, dann da unten, alles irgendwo. Hab dann gemerkt, diese Position ist nicht zu halten, bin dann irgendwie nach Italien. Da war schon quasi nur noch Wüste. Die Position war dann aber auch nicht zu halten, bin dann, glaube ich, irgendwie runter nach Ägypten oder so. Also das war auf jeden Fall relativ cool. So Sachen finde ich interessant, weil sie einfach alles ändern. Da finde ich zum Beispiel Napoleon Total War jetzt mit Russland eine Kampagne, da spiele ich quasi die ganze Zeit ähnlich. Vor allem gegen KI spielt man quasi immer gleich. Und hier kann einem das nicht wirklich passieren. Die Charaktere finde ich auf jeden Fall interessant. Deswegen will ich die euch auf jeden Fall mal noch zeigen. Hier haben wir noch ein paar Spezialeinheiten. Da könnte man die Gegner blocken. Die Frage ist schon, ob wir das Geld nicht irgendwie sinnvoller benutzen könnten. Weil die Situation ist schwierig. Verbesserung, ja, das können wir uns gerade aber auch nicht ganz leisten. Also, die Situation ist ungefähr folgende: Ich hatte ursprünglich nur diese Provinz, ich wollte mal die hier erobern, leider war der Feind schneller. Weil ich dauerhaft hier von irgendwelchen Ratten angegriffen wurde. Kriegserklärung, oh ja, das ist geil. Also, das Spiel ist auf jeden Fall schwer, wie ihr vielleicht seht. Die Ratten genau, die nerven. Und haben die auch noch irgendwelche Leute diplomatisch zugebracht, mir in den Rücken zu fallen. Sowas ist natürlich schwer ärgerlich. Aber bringt, wie erwähnt, Abwechslung rein. Es ist sogar tatsächlich möglich, am Anfang eine volle, also ein Full Stack zu haben und vielleicht sogar eine zweite Armee aufzubauen. Und da hat gerade eben ein Feind, beziehungsweise nein, das ist gar nicht der Feind. Da hat gerade eben quasi, ich weiß immer gar nicht, was das sind. Sind wahrscheinlich Piraten oder so. Auf jeden Fall, die Piraten haben gerade eben meine Feinde vernichtet. Was hätte schlechter laufen können. Definitiv. Was ich auch gut finde, gerade speziell an diesen Charakteren, klar, man kann das auch kritisieren, jetzt mal ganz allgemein. Oh. Man kann es generell auch kritisieren, dass natürlich Total War Warhammer viel Stoff liefert, um einfach jede Menge überteuerte DLCs rauszuhauen. Aber gerade dieser DLC, der war ja gar nicht so schlecht bewertet. Er war auch nicht so teuer und hat quasi einen neuen Charakter rausgebracht. Inwieweit der sich jetzt ganz genau von den anderen X-Men-Menschen unterscheidet, kann ich nicht sagen, weil ich die nie gespielt habe. Aber man hat hier auf jeden Fall schon eine starke strategische Tiefe mit verschiedenen Opfern und Riten und so weiter. Also hier kann ich mit einem Opfer quasi die Rüstung meiner Armee verbessern. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Söldnerarmeen freischalten, etc. Diese Punkte wiederum bekomme ich, wenn ich Feinde opfer. Das kann ich nach einer Schlacht machen. Das sind natürlich sehr, sehr interessante Mechaniken. Und die Riten, die jeweils relativ viel Geld kosten, aber eben auch Vorteile bringen, wie wenn ich eine Einheit rekrutiere, die direkt zwei Erfahrungsstufen mehr. Ja, das sind Dinge, die gefallen mir definitiv. Jetzt überlege ich, was ich hier tue. Wahrscheinlich nicht viel. Weil drüben ist irgendwie alles tot. Was mir natürlich so oder so gefällt, das mag ich in jedem Strategiespiel, wenn man so eine tolle Übersichtskarte hat. Die gab es aber eigentlich schon seit Rome. Diplomatischer Status. Also die Feinde sitzen jetzt im Süden. Gegen kann man vielleicht vorstoßen. Und ich versuche euch auf jeden Fall mal noch eine Spezialeinheit zu zeigen. Aber da. Rekrutierungsdauer. Ah, das klingt interessant. Meine Rekrutierungsdauer um 1 zu reduzieren, ist halt wirklich schon ein Riesenvorteil. Forschung. Die Forschung ist an mancher Stelle ein bisschen verwirrend. Sie funktioniert auch tendenziell eher durch Gebäudebau. Den finde ich an mancher Stelle, fand ich ihn früher sehr eingeschränkt und verwirrend. Aber ich meine zu behaupten, eigentlich ist gar nicht so schlimm. Da könnt ihr mir vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben. Das ist jetzt ein sehr subjektiver Eindruck. Ihr seht, das ist kein Review. Professionell ist das Spiel gut. Nein, das ist jetzt eine subjektive. Einfach mal meine Meinung dazu. Und ich finde es generell ganz gut. Nur manchmal zu viel, gerade für Multiplayer oder so. Und bei den Gebäuden weiß ich auch noch, da war das teilweise wirklich so, man hatte quasi nur eine Möglichkeit, wie man es bauen konnte, weil man drei Städte hatte und quasi, es gab immer die perfekte Provinz, in der man so, so, so und so baut. Jede Stadt einzeln. Jetzt hoffe ich, dass sie das inzwischen gebessert haben.
Die Rundenbrechung, die dauert halt auch ewig, aber das war in Total War Teilen schon immer so. Ich erinnere an das gute alte, wohl angemerkt, wir spielen jetzt auf einer SSD. Das gute alte Empire Total War, also da war es halt wirklich so, da konntet ihr quasi zwischendurch Mittagessen gehen. Bis da mal eine Runde durchberechnet war. Jetzt gerade in dieser Kampagne, es gibt ja zwei verschiedene. In der anderen ist der Charakter auch nochmal komplett anders, also es ist durchaus interessant. Ja, der geht's jetzt halbwegs. Sagen, dadurch, dass unsere Feinde im Osten besiegt sind, machen wir mal einen Gewaltmarsch und rennen. Kann ich mal Gewaltmarsch machen? Achso, ja, die rekrutieren noch. Aber das reicht jetzt, glaube ich, auch mit dem Rekrutieren. Aus dem einfachen Grund. Weil wir eh zu wenig Geld haben. Ich mag es nicht, wenn ich zu wenig Geld habe. In egal welchem Spiel, da werde ich mal ganz nervös. Die Armee braucht hier immer noch, um sich zu erholen. Können wir auch mal Spezialeinheiten vorziehen. Es gibt natürlich wie in jedem Total War auch Spezialeinheiten. Wie weit die sich jetzt unterscheiden, weiß ich auch noch nicht. Auch noch hier übrigens den Aufruf, falls jemand von euch noch aktiv War Thunder spielt und mir Replays schicken möchte, würde ich mich sehr freuen. Ich will nämlich ein Video zum Europawahlkampf machen, zur Europawahl generell, zu Europa an sich, zu Wahlen an sich. Eigentlich will ich über alles ein bisschen reden. Und das ist ziemlich schwierig, wenn man nebenher zocken muss. Deswegen würde ich mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere noch Replays zur Verfügung hätte. Genau. Der Plan ist jetzt also auf jeden Fall, euch noch die Spezialeinheiten zu zeigen. Und zwar in dieser Schlacht. Oh, das hat irgendeinen epischen Namen. Die Vergessene Insel, genau. In der Schlacht um die Vergessene Insel. Jetzt machen wir die Einheiten direkt an die Grenze. Hier müssen wir den Marsch raus tun. Das ist schon so in diversen Spielen zum Verhängnis geworden. Wobei, eins, als ob wir nochmal drin lassen können. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt nicht gleich so einen EU4-Traumata-Moment haben. Wie mit Venedig. Jeder, der mal versucht hat, Venedig zu erobern, weiß noch, was ich rede. Ich wünschte, man kann das irgendwie beschleunigen. Wahrscheinlich kann man das sogar beschleunigen. Ich weiß nur nicht schon wieder wie. Und ich wünschte, dass man die Geschwindigkeit hier, wenn man sie einmal auf erhöht anklickt, dass sie immer auf erhöht bleibt. Ich meine, warum ist es nicht so? Das ist ja total dämlich. Hier, da oben ist eine feindliche Armee. Sieht auch sehr... Ah, okay, die gehören zur vergessenen Insel. Das erklärt natürlich einiges. Wir müssen jetzt versuchen, so schnell wie möglich anzugreifen. Belagerungsschlachten finde ich komisch. Irgendwie so eingeengt. Die fand ich in diversen. Die fand ich aber. Ich fand noch nie Belagerungsschlachten gut. Deswegen. So. Der Armee können wir jetzt belagern. Jetzt müssen wir halt aufpassen. Die Belagerung fortsetzen und nicht dummerweise direkt angreifen, so wie ich es schon einige Male getan habe. So. Jetzt schon die Frage, mit welcher. Ich würde die Armee auf jeden Fall zusammenführen. Da habe ich meinen Hauptgeneral drin. Leute, wir nehmen die mal alle und schieben die runter. Ah. Okay. Die Belagerung fortsetzen. Okay, scheint nicht ganz so zu funktionieren, wie ich das geplant hatte. Machen wir es eben doch andersrum und der Hauptgeneral kommt quasi zur Unterstützung. Dann würde ich sagen, schlagen wir die Schlacht und ich zeige euch gleich, warum ich Belagerung und Schlacht ein bisschen komisch finde. Wir spielen auf Mittel, deswegen kann es durchaus funktionieren, was wir hier tun. Es kann auch komplett in die Hose gehen. Falls ja, ist nicht schlimm. Ich würde das Video ja, wie erwähnt, nur nutzen, um... Video ein bisschen nutzen, um drüber zu reden, um einfach mal wieder ein Total War Video zu machen. Einfach zu sehen, wie ist noch die Stimmung. Wollt ihr noch Total War sehen? Nach dem ganzen Paradox. Wobei Paradox kommt ja auch wieder, so ist ja nicht.
Weil ich habe jetzt, genau, das ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt aufnehme. Meine Theoriephase ist vorbei. Ich arbeite jetzt wieder ganz regulär. Hab vermutlich nicht mehr Zeit, aber regulärer Zeit, um aufzunehmen. Und deswegen, ja, muss ich ja wissen, was ihr sehen wollt. Also, schauen wir uns mal unsere Einheiten an. Wir haben normale Einheiten. Wir haben ganz normale Geschossinfanterie, die ich nicht mag, die irgendwie so gar nichts bringt. Ich kann die echt nicht leiden. Aber was mir auch einfällt, hier können wir mal noch Einheiten-Tooltips immer. Makrogröße. Wieso werden mir die Einheiten-Tooltips nicht angezeigt? Vielleicht später. Nein, warte, hier werden sie angezeigt. Genau. Die Einheiten hier, die können gar nichts. Die ziehen wir einfach mal vor und benutzen sie quasi als Kanonenfutter. Formation festlegen. Kann ich es nicht auswählen? Naja. Blank, feuerfrei natürlich rein, aber nicht blänkeln, weil sollen ja nicht wegrennen, sind ja quasi Spawn-Opfer. Übrigens neulich zum ersten Mal seit langem wieder Schach gespielt und tatsächlich gewonnen, obwohl es zwischendurch gar nicht danach aussah. Die Kollegen hier sind richtig cool. Ich meine, die werfen einfach mit Feuerbällen. Was durchaus Spaß macht. Die bringen uns jetzt relativ wenig. Sind aber quasi die vernünftige Fernkampfeinheit. So. Haben wir noch Nahkampfeinheiten, ganz normale Arschkämpfer, wie man es halt kennt, Keulen, Infanterie etc. Spezialeinheiten und genau, jetzt kommen wir zu meinen Lieblingseinheiten, von denen hier hatten wir es gerade eben schon, die Feuerbälle werfen können. Der Kollege hier, der haut einfach immer alles tot. Ich meine, den kann man einfach reinstecken und mal eine Weile kämpfen lassen, sowas ist ganz angenehm. Und der Kollege hier hat schon die eine oder andere Schlacht für mich gewonnen. Ist extrem stark im Fernkampf, aber noch stärker im Nahkampf. Weil es eigentlich eine Artillerieeinheit ist und ich habe herausgefunden, dass diese Artillerieeinheit aus irgendwelchen Gründen verdammt gut im Nahkampf ist. Naja. Was wir jetzt natürlich tun könnten, wäre schlicht und ergreifend die Armee im offenen Kampf zu besiegen, aber ich habe da so meine eigenen Taktik, wir rennen einfach durch den oberen Hauptpunkt. Das ist eben auch so einer der Gründe, warum ich die Schlachten komisch finde. So. Es ist wie in anderen Total War Spielen auch, wenn dieser oberste General stirbt, also in dem Fall der Kollege hier, dann kommt der früher oder später wieder, weil der ist mir tatsächlich auch mal zwischendurch gestorben. Also ich jetzt beabsichtige, dass die Einheit hier quasi den ganzen Schaden abkriegt. Und ihr seht, diese Feuerbälle sind durchaus sehr, sehr effektiv. Was natürlich aber auch effektiv ist, sind diverse Angriffe von Gegnern. Und ich muss echt sagen, okay, die Grafik ist kacke, aber der Gedanke daran ist eklig. Was da hätte dargestellt werden sollen. So. Tor hält es hier nicht mehr allzu lange aus. Und die Belagerung ist durchaus nicht ganz unepisch. Ich hätte auch Einheiten nehmen können, die da ganz legitim hochklettern. Was ja nicht so cool gewesen. Wir werden dann, sobald die Festung durch ist, genau einfach folgendes unternehmen und unsere Lieblingseinheit hier einfach reinbewegen. Genauso wie alle anderen. Die Kollegen hier bewegen wir auch rein. Der Kollege ja sowieso. Kommen direkt hier in den Kampf stecken. Unseren General lassen wir mal noch hier irgendwo stehen. Und den General ziehen wir hier rein. Teile unserer Armee durchaus fliehen. Frage ist jetzt, ob wir hier durchkommen. Könnte kritisch werden, aber im Regelfall, gerade mit solchen Einheiten hier, kommt man durch, vor allem, wenn wir Flächenschaden machen können. Was mal wieder so ein Vorteil von solchen Einheiten ist. Also so eine festgefahrene Situation, die in den meisten Total War Spielen einfach dazu führt, dass hier nichts mehr passiert, kann halt in Total War Warhammer durchaus sehr, sehr schnell erledigt sein.
Also ich spiele nicht sonderlich nachhaltig. Ich nehme hier in Kauf, irgendwelche Spezialeinheiten zu wasten. Das sollte man normalerweise nicht tun, aber ich gehe eben nicht davon aus, dass die Kampagne auch viel weiterspielen wird als dieses Video hier. So. Hier haben wir die vorher genannte Spezialeinheit, die wir jetzt einfach nur nutzen werden, so wie die hier auch, um hier durchzurennen. Die sind nämlich zusätzlich zu auch noch meistens recht schnell. So, was ich dann immer ärgerlich finde, bei den Einheiten ist das ganz gut. Die können in beide Richtungen feuern. Es gibt Einheiten, die... Das wäre so ein General episch den Berg hoch. Hier einfach die Mauern hochlaufen, das ist ziemlich witzig. Ja, aber auf jeden Fall, es gibt Einheiten. Autsch. Ich habe es komplett vergessen, auf was ich hinaus wollte, aber ich finde es irgendwie witzig. Genau, es gibt Einheiten, die können feuern natürlich nur in die Richtung, in die sie gucken. Und da hat man dann eben ganz schnell das Problem, dass wenn die einmal fliehen und dann aufhören mit fliehen, dass die halt nie wieder Richtung Schlacht gucken. Davon haben wir jetzt Kavallerie und die müssen wir eigentlich nur ausschalten. Also die KI ist mal wieder selten dämlich in Total War Spielen. Also ich meine, es ist in den meisten. Frage ich nur, wie... Okay, die Einheit ist noch standhaft. Ich kann nämlich jetzt wieder eine einzelne feindliche Einheit auch ganz gut angreifen mit dieser Fähigkeit hier. Weil die eben durchaus vielleicht Schaden anrichtet. Und selbst wenn wir jetzt die Feinde da nicht platt kriegen, mit der Einheit kommt ja schon unsere Spezialeinheit. Und eigentlich besteht unser gesamter Angriff nur darauf, dass die Spezialeinheit früher oder später den Feind auseinander nimmt. Was ich auch sehr gut finde in Warhammer-Spielen, das macht quasi dadurch Sinn, dass es hier eben diese Helden gibt, ist, dass Generäle eine extrem wichtige Bedeutung bekommen, weil sie meistens mit Abstand die stärkste Einheit im Spiel sind. Allerdings sollten sie natürlich auch nicht sterben und sie haben in der Kampagne auch noch eine extrem wichtige Bedeutung im Regelfall. Das bedeutet, man muss extrem drauf aufpassen, gleichzeitig können sie aber in der Schlacht riesige Vorteile bringen. Der Feind hat wohl irgendwelche Armeen erzeugt. Was meine ich denn schlecht ist, unsere Einheiten sammeln sich gut. Ich meine, das einzige Wichtige ist so oder so, dass wir das Gebiet hier drüben halten. Und es tickt jetzt eben langsam aus sich hier runter. Und die Einheit hier habe ich wieder auf Fernkampf gestellt, sodass wir hier auch die meisten feindlichen Einheiten durchaus dadurch aufhalten können, dass wir da im Fernkampf drauf feuern. Es hält auch im Regelfall keine Einheit lange aus, von dieser Einheit beschossen zu werden, also moraltechnisch. Im Nahkampf sterben sie dann letztendlich so oder so. Und ihr seht, die Zeit spielt quasi für uns. Feind hat hier oben keine Einheiten mehr. Das bedeutet, wir können jetzt versuchen. Ah ne, wir können mit denen keine Gebäude erklimmen. Das ist schade. Die Fernkampfeinheit hier ist extrem effektiv, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir können die nicht einsetzen. Jetzt können wir noch einen weiteren Feuerball abfeuern. Schade, ich habe gehofft, dass er besser durchrollt. Seht, wir haben schon die Hälfte der Punkte. Und die KI kümmert sich auch relativ wenig drum. Ich bin irgendwo stolz auf mich, die Taktik entdeckt zu haben und irgendwie schäme ich mich ein bisschen dafür. Aber gut. Ich meine, das ist der Inbegriff von stupide draufrennen eigentlich. So, wir gewinnen weiterhin Punkte, obwohl feindliche Truppen hier drin stehen. Aber die werden das eh nicht lange überleben, weil, wie erwähnt, die Kollegen hier haben einen ziemlich ordentlichen Anmarsch. Los.
Anstoß war das mit Fußball. Okay. So. Sollte die Einheit nicht lange überleben. Unseren Kollegen hier ziehen wir auch mal raus. Ich will nicht, dass er stirbt. Zieh mal lieber wieder den rein. 481 Punkte. Naja, verliert aber auch nichts. Also es passt schon. Üben weiter Druck auf die Feinde aus. Na, ich kann uns jetzt. Müssen wir uns jetzt da gar nicht mehr länger aufhalten. Wir können das Druck mal rausziehen, um möglichst die Verluste gering zu halten. Ganz, ganz aus der Nähe anschauen. Also, sieht so Spezialeinheiten sind. Es erinnert mich jetzt an was, aber ich will nichts sagen. Die Leute, die es wissen, die merken es, glaube ich. Aber ja. Aber auf jeden Fall, die Einheit kann hier extrem Schaden anrichten. Und ihr seht, wir sind quasi kurz vorm Sieg. Und da haben wir ihn schon, den unverdienten Sieg aller Zeiten. Ich finde, und deswegen wollte ich euch diese Schlacht auch zeigen, das fasst ein bisschen zusammen. Es ist sehr asymmetrisch, was mir gefällt. Was aber in Schlacht manchmal komisch sein kann. Die KI kann man deswegen noch mehr verarschen als davor. Okay, nicht so krass wie in der Mod Great War, also quasi Erster Weltkrieg Total War, in Napoleon Total War, da war es noch viel, viel schlimmer. Wenn ihr da nur 5 Einheiten Artillerie hattet, dann habt ihr immer die automatischen Gefechte gewonnen, unabhängig davon, was die tatsächlichen Verhältnisse waren. Bedeutet, irgendwann hat man einfach nur 2 Fullstacks mit Artillerie gebaut und hat dann alles und einfach die ganze Zeit gewonnen. So, da seht ihr, wie einfach mal eigentlich so eine Schlacht gewinnen kann. Und das ist sowohl der Feind, eigentlich noch viel, viel mehr Truppen hat und total überlegen war und auch besser gespielt hat. Also, was hat besser gespielt, aber ihr wisst, was ich meine. Das können wir uns gleich mal anschauen. Also, ich habe auch einmal eine Provinz geplündert und habe ich irgendwie erhofft, dass sie so niederbrennt wie in Attila. Das fand ich dann nämlich sehr schön. So, wunderbar. Ich habe Beute erhalten. Die Armee ist besiegt und wir besetzen das Ganze jetzt. Wir können es natürlich noch plündern, aber das machen wir natürlich nicht. Wir werden nämlich eh schon eine Rebellion bekommen. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Feinde hier tatsächlich noch da sind. Irgendwie gehören zusammen. Das werde ich jetzt noch kurz überprüfen. Ah, okay. Ah, okay, die haben da drüben auch nochmal eine Provinz. Okay, dann war das wohl trotzdem nicht ganz so intelligent. Aber sie erhalten Verluste. Das ist, denke ich mal, schon mal sehr gut. Und wenn ich die jetzt hier auch noch... Wenn ich die Armee jetzt auch noch blockieren könnte, dann würden sie noch viel, viel länger Verluste erleiden, weil sie halt mit in der Wüste stehen. Und das war sogar erfolgreich. Also die Einheit hier ist zumindest mal eine Weile aufgehalten. Und unsere Armee hat zwar massive Verluste erlitten, aber es ist keine Einheit gestorben. Das bedeutet, die regenerieren sich jetzt einfach. Und wir werden früher oder später hier in der Provinz Rebellion bekommen. Außer wir können irgendwie die Steuern aufheben, was vermutlich geht. Irgendwo. Kann sich auf jeden Fall umbenennen. Das ist für ein Let's Play dann vielleicht doch auch gar nicht so schlecht. Ah ja, hier. Ah, perfekt. Damit können wir es ein bisschen rauszögern. Aber gut, dann würde ich so oder so das Ganze hier beenden. Also wie erwähnt, Fazit war die Schlacht. Da habe ich eigentlich schon alles zu gesagt. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Warhammer Total War, Napoleon Total War. Wobei, tendenziell eher eins der neueren aus Gründen des Multiplayers. Und dann war es eigentlich soweit von mir. Dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr hattet auch mal wieder Spaß an Total War, so wie ich. Deswegen habe ich das Video eigentlich gemacht, weil der Livestream so viel Spaß gemacht hat. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise dann bis in zukünftigen Projekten. Und vielleicht bis zu dem Video zur Europawahl. Da würde ich mich freuen, wenn viele Leute mitdiskutieren. Würde ich sagen, bis dahin eben. Ciao, Leute.